Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, wieder mal ein schöner Morgen hier bei uns. Ich war gerade im Pool, ein paar Runden schwimmen, sehr erfrischend. Jetzt bin ich da auf meiner Terrasse. Ja, einfach herrlich. Meine Frau bereitet ihre Clip ab vor. Heute geht es ja wieder am Markt. Wir fahren gleich los. Aber ich habe gesagt, ich mache trotzdem noch mal jetzt ein kurzes Video, bevor es dann losgeht auf dem Markt. Ja, Leute, also vom vorletzten Video, was ich gemacht habe, also Probleme, die es gibt hier in Thailand. Und so habe ich jede Menge Kommentare bekommen, lauter gutes Zeug, lauter gute Kommentare. Und die meisten kennen ja auch das Problem, diejenigen, die schon längere Zeit hier in Thailand wohnen. Ja, was soll man sagen, das sind halt Probleme, es gibt's immer, und Probleme sind ja da, um gelöst zu werden. So oder so nicht. Man findet ja immer eine Lösung, es gibt immer einen Weg, sage ich jetzt mal. Jetzt, möchte ich das auch nicht, dass man das so versteht, als Kritik am Kang oder seiner Familie oder überhaupt an meiner thailändischen Familie. Nein, ich möchte nur erklären, wie die Einstellung von denen ist und wie man damit, auch klarkommen kann. Manchmal ist ja nicht einfach, verschiedene Sachen versteht man nicht. Ich habe schon gesagt, ich will ja auch vieles anderes machen, aber wie gesagt, das ist jetzt eher so ein Bericht, wie das so abgeht und nicht unbedingt als Kritik gedacht. Klar, ja, die hat einer kommentiert, das habe ich mir mit sich, hallo Matthias, du hast dir das vielleicht ganz anders vorgestellt, wenn der Kang zu dir zieht. Und ja gut, das ist, läuft nicht immer hundertprozentig so, wie man sich das vorstellt, klar. Aber im Großen und Ganzen, Leute, muss ich immer sagen, also muss ich schon sagen, also meine Familie hier ist eigentlich okay. Also der Kang ein guter Junge und die Pet auch. Die sind fleißig, die sind bodenständig und für die Familie und so. Also ich hätte es wirklich schlimmer treffen können, wenn ich mich so umschaue, was bei anderen manchmal los ist, ne? Also überhaupt zum Kang jetzt zu kommen, der Kang, der trinkt nicht, der raucht nicht und auch sonst keine anderen Flausen im Kopf mit irgendwelchen Glücksspielen oder Drogen oder weiß der Geier was. Nein, der Kang ist ein absoluter Familienmensch und für seine Frau und seine Kinder da. Gut, dass er jetzt verschiedene Sachen da nicht unbedingt, er braucht halt noch Zeit, nicht was das Geschäft angeht und die Arbeit und so, aber eigentlich, wenn man lieber sagt, Kang macht das und das, der Kang macht das immer und vielleicht nicht unbedingt, weil er auf mich hört, aber auf meine Frau auf jeden Fall nicht, also so weit und wir haben auch ein gutes Benehmen, sind gut erzogen und was will man da eigentlich mehr? Und mit der Pet genauso, also das war ja beim Kang mal ganz früher, wir haben noch in Deutschland gelebt, gab es ja da Riesenprobleme mit ihm, mit seiner ersten Freundin, nicht? Das war so, eine Frau, die sich halt in Bars herumgetrieben hat und da wäre der Kang beinahe in Teufels Küche gekommen, nicht? Das hat dann irgendwann mit einer Schlägerei in einer Bar da geendet und der Kang war im Krankenhaus ein paar Tage und Polizei und da war eine ganze Truppe da, also eine Gang oder irgendwas, jedenfalls hat der Schwager dann irgendwie seine Bekannten geholt und der ist ja Polizist und die haben dann die Halbstarke noch, das ist ja nichts, aber immerhin, der hat dann das geklärt und seither ist Ruhe in der Kiste und die Frau ist auch weg, die hat dann irgendwie, also um es kurz zu sagen, wenn ich jetzt so eine Schwiegertochter gehabt hätte, das wäre Gottes Willen, damit wird man nicht froh, ich kenne ja solche Sachen nicht, also nee, da wäre dann wäre es vorbei gewesen mit der Ruhe, nicht? Und deshalb sage ich, soweit der Kang und seine Familie, die sind eigentlich ganz okay, Leute. Deshalb habe ich auch gesagt, wenn nicht, hätte ich mich an sowas gar nicht reingelassen. Dass die jetzt einfach so, wie soll ich sagen, die haben auch ihr Privatleben und so und jetzt auch mit den Kühen, dass viele haben da kommentiert, haben gesagt, hey, der könnte ja auch auf die Kühe jetzt aufpassen und irgendwas. Der macht es auch, Leute. Der macht es, wenn ich in Urlaub gehe oder so, für eine Woche gar kein Problem. Ist nur die Frage, ob das er auch für längere Zeit machen kann. Wenn ich jetzt mal, was ich ja plane irgendwann in der Zukunft, dass ich halt dann auch für
längere Zeit weg bin. Und ob der das dann noch machen kann, ob das auch noch sinnvoll ist. Klar, es gehört zur Idylle hier dazu, ein paar Kühe und Tiere und so, aber wenn das dann zu viel wird, denn man muss jetzt überlegen, also die ältere Kuh ist ja trächtig, nicht? Da gibt es jetzt bald in 3 Monaten oder so gibt es da wieder ein Kalb, da sind die schon zu dritt. Und da muss man die halt wieder künstlich befruchten, das ist ja sinnvoll so. Und da ist auch schon die Tauan, die wird dann auch. Also das heißt, dann habe ich nochmal im Grunde 2 trächtige Kühe und ein Kalb, wenn alles gut läuft. Und irgendwann sind es dann wieder 5 und so. Und das ist schon, und mit dem Platz da vorne ist ja auch noch nicht, was man da macht. Genau, ich würde, selbst wenn ich sie behalte, würde ich sie ja hinten auf die Weide in einem kleinen Stall irgendwas bauen. Ne? Es ist schon schön, wenn man da auf der Terrasse sitzt und sich herumschaut und dann sieht man da die Weide und dann sieht, hey, das sind meine Kühe da auf der Weide und schöne Tiere, richtig gut gepflegt und so. Und das muss so sein. Ich habe ja schon mal gesagt, auch im vorigen Video, wenn man Tiere hat, dann muss man die pflegen oder man lässt es bleiben. Also wenn ich sehe hier auch in der Umgebung, wie manche Leute mit den Tieren umgehen und was da ist, nee, das ist nichts, Leute, dann besser gar nicht. Also, aber wie gesagt, das ist alles jetzt noch, schauen wir mal. Es ist so, dass die Kühe jetzt nicht gleich verkauft werden, nicht? Aber das ist auch eine Option, wenn es gar nicht anders geht, dass die dann einfach weg müssen, so leid es mir tut, ne? Denn ich könnte jetzt meine ganzen Pläne dann aufgeben, mit etwas weiter reisen für längere Zeit und bleib einfach hier, aber wozu? Um die Kühe zu pflegen, ne? Das ist dann auch, so sehr ich die Tiere mag, das geht nicht. Und jetzt haben noch einige Leute gefragt, was ist eigentlich mit Onkel Nanon? Kommt er nicht mehr? Oder ja, dem Onkel Nanon geht es gesundheitlich leider nicht so gut, nicht? Er hat ja sein altes Problem und ich möchte jetzt auch nicht zu viel darüber reden, aber das kriegt er zurzeit, so wie es aussieht, nicht mehr so gut in den Griff wie früher, nicht? Und ist eigentlich schade, weil, wie gesagt, wenn der hier war, war er ein anderer Mensch, der hat dann, es ging ein paar Tage schlecht, aber dann hat er sich erholt und ja, er war ziemlich wortkarg und so, aber er hat uns sehr viel geholfen hier und war immer eigentlich ganz okay, bis auf das letzte Mal, wo es dann gründlich schief gegangen ist, aber ich habe ihm gesagt, das ist einfach, er ist immer willkommen hier, wenn er kommen will, kann er wiederkommen, das ist gar kein Problem, aber es liegt an ihm, es braucht auch der Wille dazu, dass er sagt, hey, das war ja immer da, nicht, wie gesagt. Oh, das ist nicht leicht für ihn, aber ja, ich hoffe, dass es besser wird mit ihm, aber so wie es aussieht, also im Moment, meine Tante da, die bei der ja wohnt, sagt, nee, das sieht gar nicht gut aus, ne? Aber wünschen wir ihm das Beste und ich hoffe sehr, dass er irgendwann da wieder auftaucht, ne? Ja. Und wie gesagt, jetzt mit dem Kang und die Geschäftsideen und so, da bin ich nicht mit allem einverstanden. Aber das heißt ja nicht, dass der jetzt, man lässt sie einfach gehören, Leute. Ich lasse sie einfach machen und die haben jetzt, geben hier jetzt diesen Standort hier auf und wollen dann gleich Ende des Monats jetzt neu anfangen da, trotz Lärmpegel und so. Ja, sollen die, warum nicht? Ich werde mir das auch anschauen, ich werde auch Videos darüber machen. Ich werde euch berichten, wie es läuft. Nur, meine Begeisterung für sowas hält sich auch in Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das heißt ja nicht, vielleicht klappt es ja auch. Keine Ahnung. Sollen die doch einfach machen, echt. Und wenn das auch nicht, dann gibt es ja immer wieder andere Optionen und so. Ich sage immer, die werden schon ihren Weg auch finden. Braucht es etwas Zeit halt. Und ja. Okay, und was wollte ich da noch sagen? Ja, ein Kommentar, ich habe jetzt den Namen vergessen. Er hat mich gefragt, ob ich seinen Kommentar gelöscht hätte oder so. Nein, Leute, ich lösche in der Regel keine Kommentare, also so gut wie keine. Und wenn ich mal einen lösche, dann nicht gleich. Und dann in der Regel ist nicht nur, lösche ich nicht nur den Kommentar, sondern ist auch dann gleich derjenige, der den Kommentar geschrieben hat, ist der dann auch gelöscht. Aber das passiert ganz, ganz selten bei mir, also innerhalb von fast 3 Jahren, wo ich jetzt meinen Kanal habe, man kann sie an einer Hand abzählen, wirklich. Und wie gesagt, ich mache das nicht sofort, aber wenn es mir da zu bunt wird, schaue ich mir denjenigen nochmal seine ganzen Kommentare, die er auch bis dahin gemacht hat.
Und wenn ich sehe, hey, das bringt nichts, dann so leid es mir tut, nee, das ist ja nicht, manche sind so frustriert, die wollen sich hier nur auskotzen und beleidigen dann noch andere Abonnenten oder so. Oder es müssen ja nicht nur Abonnenten sein, die da kommentieren, das kann ja praktisch jeder, glaube ich, so viel ich weiß. Und wie gesagt, also ich lösche ganz selten und ich tue auch ganz selten jemanden entfernen von dem Kanal, aber wenn es da nicht mehr weitergeht, irgendwann ist dann genug und dann muss ich das leider auch machen. Aber ganz, ganz wenige. Also ich sage ja, ist ein kleiner Kanal, aber ich habe hier lauter gute Abonnenten, sage ich jetzt mal, vernünftige. Also das sieht man auch an den Kommentaren. Das ist eigentlich, ich kann mich nicht beschweren, dass da irgendwelche Kommentare da sind, die unter die Gürtellinie gehen oder so. Kritik ist ja eine Sache, klar, und Meinung sagen ist ja was anderes, aber dumme Kommentare, sage ich jetzt mal, wenn man wirklich dumm kommt, das kann ich natürlich auch nicht so stehen lassen. Nicht? Aber wie gesagt, so wie es jetzt läuft, ich bin sehr, sehr zufrieden und danke an euch alle, an die Abonnenten und auch die anderen, die meinen Kanal schauen, dass da nicht irgendwo gestritten wird und beleidigt und wie das bei manch anderen war oder auch ist, keine Ahnung. Also hier sollte schon, ein kleiner Kanal, aber sollte schon, sage ich mal, manierlich zugehen. Und das ist es ja auch bis jetzt. So, also wie gesagt, ich weiß nicht jetzt YouTube, ob die auch da irgendeinen Filter hat und dass die ganz komische Kommentare, dass die da gar nicht durchkommen, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, von mir aus löschen die Kommentare einfach so löschen und nee, das muss dann schon einen Grund haben und in der Regel, wie gesagt, dann ist nicht nur der Kommentar gelöscht, sondern auch der entsprechende, ja, so viel zu Kommentare löschen und so. So, und dann, ja, heute geht's dann jetzt gleich los am Markt, mal sehen, wie das Geschäft läuft heute. Und ja, ich bin jetzt dabei, das Wasser aus dem Fischteich rauszupumpen und die Reisfelder zu fluten. Also erstmal das Reisfeld hier hinter mir. Die Pumpe ist die ganze Nacht gelaufen. Und jetzt habe ich kurz aufgehalten, mal einfach der Pumpe eine Pause zu geben. Bevor wir auf dem Markt losfahren, lasse ich sie wieder laufen. Und dann schauen wir mal, mache ich da später vielleicht ein Video, wenn das Reisfeld geflutet ist. Dann kann man auch sehen, so wie es eigentlich aussehen muss, ein Reisfeld. Das Problem ist ja hier, wenn die Leute kein Wasser haben, nicht? Die pflanzen den Reis dann einfach und hoffen, dass irgendwann der große Regen kommt und die Reisfelder flutet. Und das müsste jetzt eigentlich, so wie der Reis gewachsen ist, müsste das jetzt der Fall sein. Also jetzt sind diese Reisfelder alle um mich herum reif, geflutet zu werden. Dann wächst auch das Gras nicht so und das tut dem Reis gut und der Reis gedeiht prächtig. Jetzt mal sehen, wie weit das Wasser reicht. Wenn dieses erste Feld geflutet ist, werde ich mit Schlauch da noch ein bisschen weiter und vielleicht kann ich zumindest noch mal eins von den zwei dahinteren auch noch fluten, nicht? Und schauen wir mal. Irgendwann kommt ja vielleicht auch der Regen, aber wie gesagt, das erste hier wird geflutet erstmal und dann sieht es ganz anders aus, nicht? Und dann wächst auch der Reis prächtig. Okay. Ja, Leute, das wollte ich jetzt noch mal kurz dazu sagen, zu dem Ganzen. Also, wie gesagt, ich bin urlaubsreif, das habe ich euch schon mal gesagt, und ich habe Pläne in der Zukunft, dass ich etwas mehr reisen möchte, weil ich habe schon mal gesagt, dass Thailand ist viel zu schön, um die ganze Zeit hier an diesem Grundstück zu verbringen, so schön es auch mag. Das ist ja so gedacht, das war von Anfang an so geplant. Ein Ort der Ruhe, wo man sich erholen kann und dann die nächste Reise antritt. Also das hier ist mein Zuhause, das gebe ich auf keinen Fall auf. Hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich zu Hause. Aber das heißt ja, ich möchte reisen, ich möchte auch reisen. Und mal sehen, jetzt mit meiner Rente, da bin ich immer noch am Warten und ich hoffe, dass das gut geht. Dann hätte ich auch etwas mehr Geld zur Verfügung, klar. Aber ansonsten, und wenn der Kang hier wohnt, ist das sowieso kein Problem. Dann ist immer jemand da und ja, mal sehen, wie ist die Zukunft, wie sich das jetzt das Ganze gestaltet. Es ist alles ein bisschen im Umbruch, ein bisschen muss halt ruhig Blut behalten. Und ja, mal sehen. Okay, Leute, also das war's wieder mal für heute erstmal. Euch noch einen schönen Tag. Ich sehe da, meine Frau ist fertig. Schatzi,
Ja, also dann geht's gleich los. Come say hello. Hallo, guten Morgen. Ja, Leute, also man sieht, meine Amonrad ist reisefertig. Von daher beende ich jetzt das Video und auf geht's auf den Markt beim Sportgelände. Also wie gesagt, euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand. Und tschüss.